shanty town. Du hast gerade den Film gesehen, Rocksteady. Super. Es war eindrücklich, sozusagen Grossväter von meiner Musik zu sehen, reden. Irgendwie ihren Werdegang. Und ich möchte auch mal in 40 Jahren können, irgendwo hier im Kreis 5 anhocken und sagen: Hey, schau, da vorne war mein Studio. Also ich bin vor allem vom afrikanischen Reggae inspiriert worden, von Alpha Blondy. Und der ist ja kreiert worden, wie wir heute gesehen haben in dem Film, halt durch Rocksteady, halt Weiterentwicklung. Und klar, ich immer so Shantytown habe ich schon immer gehört, aber ich habe nie genau gewusst, ja, ist das jetzt Rocksteady oder Reggae. Und jetzt haben wir gehört, dass das wirklich einer der ersten Rocksteady-Tunes war. Ja, es war eindrücklich, die Geschichte. Da hast du etwas gelernt. Ich habe es einfach sehr herzig gefunden. Ich habe dann vorgestellt, ja, mein Grosspapi und meine Grossmami würden jetzt dort oben stehen und irgendwie einen Ländler präsentieren oder so. Und ich meine, der Typ in der Kirche, wie er dort am Singen ist, das ist einfach zu krass, Mann. Und alle gehen ab. Irgendwie, alle sind am Shake. Ich meine, wenn die unseren römisch-katholische Kirche einmal wie Reggae singen, dann wäre sie auch voll die Kirche. Ja, unbedingt. Es ist ein Stückchen Zeitgeschichte, wo extrem wichtig ist, zum wissen, wo das die Musik kommt. Oder was wir jetzt auch heute hören, von wo das etwas kommt. Roots. Mutter von Reggae. A rude boy kept on probation, shanty town.